Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video über Prison Architect. Diejenigen, die Prison Architect kennen, wissen, dass Prison Architect jetzt von der Alpha in die Version 1.0 übergegangen ist. Es gab 36 Alpha-Phasen, jedes Monat neue zusätzliche Features sind dazugekommen, Entwicklungen abgeschlossen und so weiter. Und seit gestern haben die Entwickler von Prison Architect die Version 1.0 herausgebracht. Und womit ich mich heute beschäftigen möchte, ist der Ausbruchsmodus, der dazu geliefert worden ist. Und zwar geht es bei einem Ausbruchsmodus darum, wie es auch schon beschrieben steht, man muss aus einem Gefängnis ausbrechen. Und das Lustige daran ist, man macht es entweder in einem selber erbauten Gefängnis oder man macht das von Gefängnissen anderer. Jetzt ist Prison Architect ja ein reines Aufbauspiel, was Gefängnisse betrifft. Und das Ziel ist es, ein Gefängnis zu bauen, das wirtschaftlich und also das wirtschaftlich stark ist und was die Insassen in den Gefängnissen bzw. in den vier Wänden hält. Aber es ist bislang noch nicht so gewesen, dass man ein Gefängnis baut, das auch sicher ist vor anderen Usern. Und darum möchte ich euch dieses Spiel hier präsentieren, weil ich glaube, das ist nach Die Siedler wieder ein Spiel, das ein Must-Have haben muss, weil ja, eine simple Engine, simples Spiel, aber macht einfach richtig Laune. Dann fangen wir an mit dem Ausbruchsversuch. Ich werde in meinem Prison anfangen, in meinem Gefängnis anfangen, was natürlich noch nicht fertig ist. Sicherheitsstufe habe ich jetzt mal die geringste erbaut, die man bauen kann. Und man sieht, man kommt auch in einem Transporter wie die anderen Insassen an und wird dann von den Wärtern entgegengenommen. Also meine Hände sind durch Handschellen zusammengebunden. Ich kann noch nichts machen. Ich kann mich mit den Tasten WASD zwar bewegen, jetzt nicht mehr. Und die Kamera geht halt mit dem Romero, in dem Fall halt wir oder ich, mit. Die erste Station für Kenner vom Prison Architect ist die Rezeption, wo der Insasse neue Klamotten bekommt. Er wird durchsucht, ob er irgendwas von außen reinträgt in das Gefängnis. Und ja, man sieht es bei den anderen, die sind alle nackt. Da ist schon eine Alkoholflasche aufgetaucht. Und die Wärter werden uns demnächst einer Zelle zuteilen. Ja. Was gibt es noch zu sagen? Man hat unten hier das Inventar, man hat zwei Lagerplätze, es gibt Waffen, es gibt alles, was Prison Architect im normalen Aufbaumodus, was halt da zu finden ist, gibt es auch hier. Man kann eine eigene Bande gründen und mittels dieser Bande kann man dann auch Ausbruchsversuche starten. Man kann sich mittels einer Pickaxe, also einer Spitzhacke, durch die Toilette, die was hier in der Zelle ist, nach außen graben. Dazu darf halt wie in dem Fall keine Patrouille am Weg sein. Weil die hören dann die Schläge und dann ist es ziemlich schnell vorbei mit dem Ausbruchsversuch. Und ja, es gibt einfach
viele Möglichkeiten, die wirklich Spaß machen, einen Ausbruch zu wagen. Wir haben 0:59 Uhr, es ist Schlafenszeit. Ich kann mich in meiner Zelle frei bewegen, jedoch komme ich nicht raus, weil die Tür zu ist. Es ist Schlafenszeit, die Gefangenen sollen schlafen. Und das werden wir jetzt auch machen. Und nicht, dass wir nicht hier die ganze Zeit abwarten müssen, gibt es hier einen Shortcut, einfach um die Zeit zu überspringen. Und das machen wir. So, jetzt ist es 7:03 Uhr in der Früh. Die Türen sind offen. Es ist Freizeit. Das heißt, die Insassen können machen, was sie wollen. Da läuft ein Nackter herum. Sollte es auch des Öfteren geben. Wir werden uns jetzt mal hinausbegeben aus dem Zellenblock und mal schauen. Jetzt bin ich gefilzt worden. Fehlalarm, weil ich habe ja noch nichts. Beziehungsweise jetzt werde ich gefilzt, weil der Metalldetektor ausgeschlagen hat. So, es ist nichts. Jetzt kann ich mich weiter frei bewegen. Und ja, wir werden jetzt einfach mal schauen, was wir machen können. Und zwar werden wir uns zuerst mal eine Waffe holen. Denn ohne Waffe kommt man nicht weit. So. Und da eignet sich am besten die Werkstatt. Man sieht, am Eingang dieser Werkstatt gibt es wieder einen Metalldetektor. Und wenn ich jetzt diese Säge, die aus Metall bestehen wird, zumindest die Schneidfläche, dann werde ich beim Rausgehen diesen Metalldetektor auslösen und werde wieder gefilzt werden. Dann werden die Wärter sehen, oh, der hat eine Waffe mit bei und stecken mich dann in Isolierhaft oder die Strafe halt, die eingestellt ist auf dieser Map. Beim Schraubenzieher genau das gleiche. Entweder man stiftet hier herinnen Unruhe. Oder man sucht sich irgendein Werkzeug, das man auch mitnehmen kann. Und da empfiehlt sich ein Werkzeug, das ich bis jetzt noch nicht gesehen habe. Da ist es. Das ist die Spitzhacke. Er baut aus Holz. Das heißt, wenn ich mit dieser Spitzhacke, übrigens mit E, gibt man sie ins Inventar und trägt sie nicht frei herum. Rausgehe, passiert nichts. Und ich habe mir die Spitzhacke gekrallt. So. Es gibt halt auch noch dazu zu sagen, hier links oben sieht man deinen eigenen Avatar. Es gibt Rufpunkte, die man sich eben durch Unruhestiften aufbauen kann, die man dann hier reinsteckt, um sich zu skillen. Das heißt, man wird stärker, härter, tödlicher, schneller. Man wird ein Anführer unter Anführungszeichen oder ein geübter Kämpfer. Die Stärke ist einfach, wie hart man zuschlagen kann. Die Härte ist, wie viele Schläge man einstecken kann. Tödlich bedeutet die Wahrscheinlichkeit, also erhöht die Wahrscheinlichkeit eines tödlichen Schlages. Schnelligkeit, man wird schneller. Anführer, wenn man Unruhe stiftet an öffentlichen Plätzen, wo viele andere Insassen sind, kommt dieser Rufpunkt, also dieses Anführerding in Frage, denn würde man dann einen Wärter angreifen, dann kann es sein, dass sich andere Insassen anschließen und das macht einfach der Anführer, das Anführerding. Und dann hat man noch den geübten Kämpfer, der einfach sagt, okay, wenn ich einen Wärter angreife, der mit einer Waffe auf mich zielt, dann kann ich ihm diese Waffe aus der Hand reißen und mir selber aneignen. Ist ziemlich hilfreich in besser bewachten Zellen oder Gefängnissen als wie meine, die ich hier gebaut habe. Ich habe schon dreimal versucht auszubrechen und dreimal ist es mir gelungen. Und wir werden jetzt einfach mal versuchen, uns zu skillen und Sachen zerstören.
Ich gehe mal hier zur Wäschekammer und schlage einfach mal hier auf ein paar Sachen, in der Hoffnung, dass mehr Sachen kaputt gehen. Schlagen tut man übrigens mit der linken Maustaste, aufnehmen von Waffen mit der rechten Maustaste. Und jawohl, wir haben einen zweiten Punkt. Und wie gesagt, der Wäscheraum ist von mir schlecht gesichert. Jetzt kommt ein Arbeiter, den werden wir gleich mal richtig verletzen. Und es kommt immer noch kein Wärter, also ich habe jetzt einen bewusstlos geschlagen. Ist kein Wärter da. Also für all jene, die jetzt denken, okay, warum rührt sich da nichts? Es liegt einfach nur daran, dass das Gefängnis, das ich gebaut habe, einfach den Sicherheitsstandard nicht erfüllt, um jeden Insassen, der drin ist, zu bewachen, zu überwachen. So. Ich habe drei Rufpunkte ergattert, bin bewusstlos geschlagen worden von einem Wärter, der einen Prügel hat. Und ja, werde jetzt einfach mal unter Handschellen gesteckt, danach zur Medizin, zur Krankenstation gebracht und in Einzelhaft bzw. in die Zelle zurückgesteckt, um meine Strafe abzusitzen. Es kommt halt immer darauf an, was man eingestellt hat oder was eingestellt ist. Das weiß ich auswendig jetzt leider nicht. Und wir haben drei Renommee-Punkte erhalten. Ich werde da die Stärke und die Härte gleich mal hochstellen, damit ich beim nächsten Mal kräftiger und härter zustechen kann oder zuschlagen kann. Man sieht auch hier in der Krankenstation gibt es Sachen, die man klauen kann, mitnehmen kann. Jetzt werde ich geheilt. So. Und dann werde ich wahrscheinlich abtransportiert zu meiner rechtmäßigen Strafe. Für alle Realismus-Fans oder Fans, die es schwerer handhaben wollen, in weiterer Sicht empfiehlt es sich, die Strafe mittels Zeitvorspulen abzusitzen. Für all jene, die einfach nur so schnell wie möglich ausbrechen möchten, empfiehlt sich, die Bestrafungen zu überspringen. Für das braucht man zwar nachher einen Rufpunkt immer, wenn man es überspringen will, oder für jeden Insassen, den man in der Gang hat, also man kann, glaube ich, bis zu 8 oder so oder unendlich viele Insassen rekrutieren, das macht man auch mittels dieser Punkte, das zeige ich vielleicht dann noch. Man braucht pro Person immer einen Rufpunkt, um diese Bestrafungen zu überspringen. Realismus deswegen hat man diesen Anführer Posten freigeschaltet und man ist zur Essenszeit in der Kantine, wo ziemlich viele Insassen sind. Man greift dann einen Wärter an und viele dieser Insassen, die auch am Essen sind, schließen sich dich dann an. Dann entsteht so ein Kampf, also ein Aufruhr, der einfach in dieser Kantine oder je nachdem, wie groß das dieser Aufruhr wird, sich vergrößert und er wird nachher durch die Wärter versucht, wieder niederzustrecken. Wenn man jetzt die Zeitstrafe, die man hier hat, mit 12 Stunden, mittels der Schnell
also nach vor verlaufen lässt, dann werden die Wärter in dieser Zeit versuchen, die Aufruhr in der Kantine zu unterbinden. Löst man aber jetzt die Bestrafungen über Springen ein und man ist nicht alleine, beziehungsweise man ist alleine oder hat 8 Leute dabei und man überspringt das, dann ändert sich die Zeit nicht. Das heißt, man spawnt in der Zelle wieder oder wie jetzt zum Beispiel in der Übergangszelle. Man spawnt zur selben Zeit, wo man auf das Ding drückt und kann sofort wieder eingreifen. Man kann sofort wieder zur Kantine laufen und in der Aufruhr mitmischen. Was natürlich für denjenigen, der den Aufruhr macht, für mich in dem Fall, natürlich ein leichtes Spiel ist, weil dort drin sind meistens die Wärter schon K.O. geschlagen oder tot und es ist einfach rauszukommen. So, wir werden jetzt wieder in die Wäscherei gehen. Und da sehen wir schon. Da werden wir jetzt gleich mal jemanden umhauen. Dann den Wärter ein bisschen traktieren. Denn ich bin ziemlich. Jetzt habe ich den getötet. So, und jetzt habe ich einen Schlagstock und den Schlüssel. Und jetzt tue ich mir ein bisschen leichter vielleicht. Nein, bin wieder bewusstlos. Habe aber wieder mehr Punkte erhalten, weil ich wieder für mehr Unruhe gestiftet habe. So, jetzt werde ich wieder verhaftet. Das ist dasselbe Prozedere jetzt wieder. Jetzt geht es wieder in die Krankenstation. Ich habe aber immer noch den Gefängnisschlüssel. Und wenn mich jetzt kein Wärter untersucht, dann habe ich ihn später nach meiner Strafe wieder. Jetzt stecke ich da drin. So, jetzt komme ich in Isolierungshaft. Genau, in die Einzelhaft. Ich habe immer noch den Schlüssel. Jetzt überspringen wir das. Und ich habe immer noch den Schlüssel. Ja, das ist ja toll. Okay. Es ist wieder Schlafenszeit. Ich kann jetzt und so nicht raus. Ich gehe wieder auf Schlafen. So, es ist der nächste Tag. Und daher, dass ich 6 Punkte habe, werde ich jetzt versuchen, den Romin oder wie der heißt, mittels der rechten Maustaste zu überzeugen, folge mir. Und somit habe ich meinen Komplizen, der mir jetzt überall hinfolgt, wo ich will. So, und daher, dass ich den Schlüssel habe und mein Gefängnis ziemlich einfach strukturiert ist, geht's raus in die Freiheit. Zack, zack. Und das Spiel ist vorbei. Mit 3 Opfern, ein Tag war ich in diesem Gefängnis. Und hab's geschafft, auszubüchsen. Und die Art und Weise ist zwar jetzt ein bisschen lappisch gewesen, aufgrund österreichisch, aber so ist das. Wenn man kein gutes Gefängnis baut, kommt man auch leicht raus. Und ich glaube, dass die Community, die sich hier Prison Architect gekauft hat, die Prison Architect spielt, wird sich jetzt auf Gefängnisse
konzentrieren, zu bauen, welche ausbruchssicher sind. Und egal auf welcher Seite man steht, ob man Bauer ist eines Gefängnisses oder ob man Ausbrecher ist, es wird mit diesem Feature einfach viel mehr Motivation schaffen und viel mehr Spaß machen, als wie es vorher war. Also die Entwickler haben sich wirklich was einfallen lassen und ich kann euch Prison Architect nur empfehlen, denn wie gesagt, es ist für mich ein Must-Have unseres Zeitalters, so wie die Siedler dazumals. Und ich freue mich schon auf zahlreiche weitere Stunden Prison Architect und wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.